bin so froh, ich habe endlich meinen ersten Profivertrag. Ich hoffe aber auch nicht, dass es so wie bei anderen Talenten, die aus so einem Hype und auf einmal ihre Karriere deswegen versaut. Ich hoffe, das wird nicht bei mir. Ich würde sagen, jetzt rufen sie erstmal ein Taxi, fahren mal zum Haus, was mein Kollege organisiert hat, und gehen morgen zum Training. Ich bin aufgeregt, aber ich hoffe, es wird gut. Endlich bin ich bei dem Hotel angekommen, was mir mein Freund besorgt hat. Ich bin auch schon hundemüde. Ich würde sagen, ich lege mich einfach hin, damit ich fit für morgen bin für mein erstes Training. Aber ein bisschen angespannt bin ich noch. Ich hoffe, ich kann schlafen. Oh, bin ich noch müde. Die Nacht war anstrengend, war ein bisschen sehr wach. Weil ich einfach nicht schlafen konnte wegen den ganzen Gedanken für heute. Aber ich sage, es ist schon spät, also fahren wir zum Trainingsplatz. So, ich bin beim Stadion angekommen. Ich sage, ich sollte mich doch langsam beheilen, weil ich habe immer 10 Minuten fürs Trainingsbeginn. Ich müsste mich noch umziehen und alles. Also, weil das kommt nicht gut, wenn ich schon beim ersten Training zu spät komme. Also, ich soll anzahlen. Das erste Training beim ersten richtigen Profiverein. Also, ich bin so aufgeregt und froh über das erste Training. Und die ganzen Leute haben mich echt gut behandelt und aufgenommen. Also, ich freue mich auf die neue Saison. Ich hoffe, es wird gut und ich hoffe, wir spielen die Meisterschaft. Ich hoffe so sehr, aber wir schauen, was die Zeit kommt. Die ersten Testspiele sowie die Vorbereitungsspiele stehen an und ich stehe im Kader. War noch nicht in der Startelf, als Einzelspieler stand ich im Kader. Beim ersten Spiel in Crystal Palace wurde ich dann auch eingewechselt. Und da war es auch gleich. Beim ersten Testspiel in Crystal Palace traf ich das 5:2 und mich macht einfach so glücklich. Schön, dass man sich gleich beim Typus ein Tor schießen kann. Das aussieht hat dem Trainer gefallen, wie ich gespielt habe, weil ich wurde direkt beim zweiten Testspiel auch wieder eingewechselt.
zweite Partie ging 0 zu 0 aus. Adrian meinte aber trotzdem, dass ich gut gespielt habe und trotzdem Kader fürs dritte Testspiel sein werde, noch eingewechselt wurde. Ich würde sagen, die Vorbereitung war ganz gut. Drei Spiele, keine Niederlage, also 20 Unentschieden kann man sich nicht beschweren. Das nächste Spiel ist dann gegen den FC Bayern München im Supercup. Und ich bin schon heiß und ich hoffe, ich darf spielen gegen die. Also geht schon gerne mal gegen Bayern. Den Supercup gibt es aber erst in der nächsten Folge. Und ein kleines Lob an Dennis Gaming TV. Von dem ist die Idee, er hat früher schon solche Karrieren gemacht, also schaut gerne bei ihm vorbei. Das Konzept habe ich mir von ihm angeschaut, weil ich dachte, das ist relativ cool und mir wird es gefallen. Also, ich würde mich auch sehr freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen könntet, einen Kommentar, was ich verbessern könnte, wie ihr das Video fand. Einfach aus dem Grund, das wird mir helfen, dem Video, dem Kanal helfen. Durch dass ich auch nebenbei arbeiten gehe, so eine Ausbildung mache, ist das also schwer mit dem Video machen, dass ich immer ein Video produziere darauf. Es wäre einfach nett, dass ihr mir da helfen könntet, mich ein bisschen unterstützen würdet und die Motivation mehr dafür geben würdet. Deswegen sage ich dann danke, ciao, ciao, bis zum nächsten Video, ciao, ciao.